Jetzt freuen sich so viele PvP-Spieler über ein neues MMO mit PvP-Aspekt und Ashes meint dauernd daran, was rumwurscheln zu müssen. Was Gerny damit meint, erkläre ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Ach ja, übrigens gibt es ein neues Intro, da YouTube ja mein altes wohl nicht mehr so mag. Vorübergehend wohlgemerkt. Das heutige Video bezieht sich auf das Open PvP, besser gesagt auf die Korruption und wird auch gar nicht so lang, also das Video. Aber da ändert sich einiges und PvP geht einen Weg, der für PvE-Spieler sicherlich schön ist, aber PvP-Spieler vielleicht etwas in die Tonne schauen werden. Über die Burgbelagerung und die Arenen kann ich noch nichts berichten, dort bleibt erstmal alles wie es ist, aber da ändert sich ja sicherlich noch einiges, wenn es eben in die Alpha implementiert wird. Aber gehen wir auf das Open PvP ein. Jedes steht jedem offen, der oder die etwas rumschlachten möchte. Ihr könnt mit Tastenkombination euer PvP an- und ausschalten. Doch achtet darauf, wo. Damals durfte man als Korrupter nicht in eine Stadt. Nun greifen euch die Wachen auch schon als PvP-Spieler bzw. Spielerin an. Natürlich will Ashes immer noch das PvP-System antreiben, indem ihr als PvP-Spieler gewisse Vorteile habt, wie zum Beispiel weniger XP-Schulden bei Tod und mehr. Aber dazu habe ich ein eigenes Video. Doch für die korrupten Spieler unter euch wird's ja immer schlimmer. Nachdem ihr als PvP-Spieler einen PvE-Spieler erledigt habt, werdet ihr korrupt oder ihr schlachtet sein Reittier. Korruption wächst und wächst mit euren Tötungen an Unschuldigen. Es gibt verschiedene Korruptionsstufen und eure Strafen werden immer schlimmer und euer Verlust immer höher. Bekannt ist ja, dass Korrupte ihre Ausrüstung verlieren können, also nicht nur Glint und Materialien wie andere Spieler, auch nein, auch das, was euer Charakter am Leibe trägt bzw. was noch so an Ausrüstung im Beutel rumfliegt. Nun eine weitere Änderung. Seid ihr nun gestorben und eure Brustplatte am Manne fehlt, könnt ihr keine neue Ausrüstung mehr ausrüsten. Das heißt, ihr dürft irgendwann nackig umherstreifen, bis die ganze Korruption weg ist. Aber das ist nicht alles. Ihr werdet für Kopfgeldjäger auf der Karte markiert und seid somit gefundenes Fressen. In der Stadt könnt ihr euch nicht verstecken, die Wachen mögen euch ja auch nicht. Und ja, die sind endstark, die Dinger. Nun seid ihr aber auch mit Debuffs bestraft. Nicht nur, dass eure Attribute und euer Leben bzw. Mana weniger ist, nein, Ashes fügt doch etwas dazu. Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird im Übrigen jetzt auch beeinträchtigt, also ist es nichts mit dem Fliehen. Und das war sicher noch nicht alles. Die Alpha ist, während ich dieses Video schreibe, nun 3 Wochen draußen und in diesen 3 Wochen wurde ein korruptes Aas noch mehr bestraft. Da fragt man sich, hat man überhaupt noch Lust, korrupt zu werden? Ich persönlich sehe keinen Anreiz für die Korruption. Aber auch gegen das Plündern der anderen wurde was unternommen. Ihr geht so die Straße entlang und seht, dass ein anderer Spieler vor euch gerade von einem Goblin zerstückelt wurde. Nun könnt ihr eure gierigen Finger nicht von seinem Loot lassen. Und zack, werdet ihr für eine Weile PvP geflaggt. Auch nicht schlecht. Eine gute Methode, um euren Loot etwas zu schützen, denn als PvP-Spieler können ihn andere PvP-Spieler in Ruhe weghauen. Übrigens, Loot von PvP-Spielern kann man frei nehmen. Also nochmal zusammengefasst, ein Korrupter kann alles verlieren an Loot. Ist er erstmal nackig, kann er nichts anziehen, bis seine Korruption weg ist. Ist er korrupt, hat er Debuffs wie verringertes Leben und mehr und neu dazu verminderte Bewegungsgeschwindigkeit. Also zählt dann wahrscheinlich auch fürs Reittier. Er sammelt zudem eine Menge XP-Schulden. Wie werde ich Korruption los? Durch das Töten von Mobs und Mobs, die stärker sind bzw. mehr Sterne haben, lassen eure Korruption schneller schwinden. Oder ich sterbe des Öfteren oder in Zukunft dann mit religiösen Quests aus religiösen Nodes. Das sind die 3 bekannten Sachen, ja, um die Korruption loszuwerden. Da frage ich mich, ist das Korruptionssystem wirklich interessant? Mal schauen, was sich da noch so ändert und wir stehen gerade mal am Anfang der Alpha. Aber Steven sagte ja, das Korruptionssystem wird stark getestet. Ja, meine Blau-Steven, man merkt's. Meiner Meinung nach muss ein PvE-Spieler nun noch weniger Angst haben. Ach ja, anscheinend wird auch ein Low-Level-Schutz eingebaut. Bis Level 5 kann euch wohl nichts passieren. So, liebe PvE-Spieler, die immer schreiben, wäre das Game nur PvE, wäre es besser, wo bleiben eure Kommentare? Ich bin für heute raus und es gibt mal keine Quest für euch. Ihr habt genug XP gesammelt und dürft euch mal ausruhen. Lasst ein Abo da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Däumchen hoch wäre auch schön und bis zum nächsten Mal. Danke, euer Gerny. Ah, nein! Endlich trifft man richtig. Ach, kann ich mit dir
Scheiße! Ich gönn's dir! Ich gönn's dir, ey! Ohne Müll, ey!